Dexon? Der hat übrigens so ein Akaviri, bla bla bla. Naja, so ein Säbel halt dabei. So, die Armbrust. Hoffentlich versteht ihr. Ihr enttäuscht mich nie. Was habt ihr da? Ist das wirklich? Ja, ist es. Ich hatte gehofft, das hier zu finden. Das ist die Abbildung einer Dwemer-Armbrust. Sie ist viel ausgeklügelter und effektiver Toll. Als die, die wir haben. Hier, ich zeige euch, wie es funktioniert. Wenn eure Schmiedekünste gut genug sind, solltet ihr sie selbst in Gunmars Schmiede herstellen können. So oder so werde ich bald einige zum Verkauf anbieten. Ja, ist klar. Oh, ich kann dir noch mal helfen. Gott, wie lange geht denn das hier? In Ordnung. Noch ein weiterer Satz Dwemer-Diagramme. Ich werde schon etwas traurig sein, wenn wir alle eingesammelt haben. Aber wer weiß, vielleicht tauchen ja eines Tages noch ein paar mehr auf. Aber ich kann es nicht erwarten, diese Baupläne zu sehen. Also ist ja gut, aber erstmal handeln wir, weil ich muss mich Silberhalsketten verkaufen. Es ist eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas Wunderbares? Ja, Alter. Warum hatten sie jetzt... Ach so, jetzt hat sie noch die Zwergenbolzen des Blitzes im Angebot. Also ich kaufe erstmal alle Bolzen, die es hier so gibt, weil... Man weiß ja nie, wozu es noch gut sind. Und Gold ist gerade das, was ich, wo ich gerade echt keinen Mangel dran habe. 33.000 Gold. So kann ich jetzt auch... ich kann Zwergenbolzen kaufen. Ah, wie schön. Und Zwergenarmbrust. Das ist schön. Krankheitsheilung verkauft sie auch noch. Verbesserte Armbrust brauche ich dann wohl nicht mehr. Stahlbolzen auch nicht. So, dann verkaufe ich mal im Gegenzug auch ihr ein bisschen was. Zum Beispiel meine tollen Novizenruben der Veränderung. Meine Novizenruben der Wiederherstellung. Das komplette Gold schon wieder drin für das Zeug, was ich gerade ausgegeben habe. Silbernes Markthalskette, schwarze Magierrobe und noch Amulette von Ständer. Habe ich ja zum Glück gar nicht viele gefunden von. Ach, schön. Aber die Silberhalskette will sie gar nicht, sehe ich gerade. Schade eigentlich. Dann kann ich hier, glaube ich, gleich die verbesserte Armbrust auch noch andrehen. Zack, verkauft. So, dann muss ich doch mal kurz gucken, was die gute Zwergenarmbrust kann. Lege ich erstmal auf die 5 das gute Stück. 5. Nächsten Mal. Ah, die sieht schon eine Nummer besser aus, die Armbrust. Zumindest ein bisschen. Die Göttlichen sind euch ja, total. Mein Freund. Ja, macht immer noch das gleiche Schussgeräusch. Sieht eigentlich genauso aus wie das andere Ding, nur so aus Metall ist. So, Zwergenbolzen. Machen die viel mehr Schaden? Nö. Achso, Zwergenpfeile. Machen 14 Schaden, die Stahlbolzen machen 10 Schaden nur. Ist schon mal ein Unterschied. Die Zwergenbrust macht 74, die anderen Dinge haben, glaube ich, 62 oder so gemacht. Auf jeden Fall interessant. Aber mir ist gerade eingefallen, ich sollte vielleicht nochmal einen Meter zu Gunmar laufen und mit ihm sprechen, all dieweil... Gunmar? Gunmar! Wo ist denn Gunmar hin? Ja, wie ist denn? Solan weiß auch nicht, wie zu berichten. Durak wahrscheinlich auch nicht. Guten Tag. Möge euer nächster Kampf siegreich ja. sein, mein Freund. Hat er nicht noch was Neues? Guten Tag, Freund. Also sein Beitritt... Haltet euren Hals geschützt. Ich mag den Stil der Dwärmer nicht. Kann man drüber streiten, ja. Oh, guck mal, Nidexion. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, der andere, der neue, müsste hier irgendwo mal rumlaufen. Ja, also zumindest Akmea, der hat ja irgendwie alles richtig gemacht, indem er hier der Dämmerwach beigetreten ist. Den ganzen Tag nichts arbeiten. Aber im Augenblick ist es in Ordnung. Ja, verkauf mir lieber was. Ewig verschanzen. Seid immer gut bewaffnet und schützt euch. Ach, eine Dämmerwachtrüstung. Dämmerwacht Vollvisierhelm. 25% verminderter Schaden durch Vampirangriff und den Zauber Leben entziehen, wenn du eine komplette Dämmerwachtrüstung trägst. Ach, kick an. Gegen Angriffsschaden gegen Vampire. Na toll. Also gegen alles andere bringt das nichts. Liegt das an mir oder leckt der Stream heute? Also wenn es an mir liegt, dann blockt das. Das kann ich, das habe ich glaube ich mittlerweile 20.000 Mal gesagt, aber das, also wenn der Stream blockt wie Sau und man einfach nur Artefakte sieht, dann liegt es an mir. Wenn er leckt, liegt es meistens an euch. Ist ja nicht meine Schuld. Was wollte ich jetzt gucken? Ja, Stahlbolzen. Wer hat keine Zwergenbolzen im Angebot? Das ist natürlich betrüblich. Habe ich doch eigentlich drauf gehofft, weil jetzt muss ich... Dann muss ich doch ein bisschen sparsam noch umgehen mit den Zwergenbolzen. Weil sonst hätte ich jetzt, wenn ich jetzt noch 20 Millionen Zwergenbolzen hätte kaufen können, hätte ich mit denen einfach rumgeballert wie so ein Wahnsinniger. Aber das geht dann natürlich nicht, wenn die Mangelware sind. Dann kann ich das leider nicht machen. Vielleicht hat ja der... Ich...
Seid der immer wachsam. Vermeidet den Das ist echt lächerlich. Schlaf ist etwas. Ich kann mit dem Mausrad kommen, ich kann hier unten an diesen Dialog nicht ran. Wenn ich mit der Tastatur klicke, geht's. Gut, vielleicht werden Sie die Bedrohung durch die Vampire jetzt ein wenig ernster nehmen, was? Ja, das kann passieren. Ist da sonst noch was Schönes? Nee, ich dachte mal, kann ich Ihnen noch helfen? Sprecht mit Gunmar, er hat etwas für euch. Nutzt halt normale Bolzen für kleinere Gegner. Achtet ja, hatte ich jetzt sowieso vor. Aber jetzt für den gleich für den Spezialeinsatz werde ich, glaube ich, sowieso die Zwergenbolzen des Feuertod-Dingens einladen. Einfach nur, weil falls die Infiltrationsgeschichte nicht so gut klappen wird, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man alles niederballert. Kann auch sein, weil ich bin im Urlaub und gucke gerade noch eine 8000er. Apropos Urlaub, ab nächste Woche bin ich nicht da, also sagst du mich nicht. Ich bin auch tatsächlich mal nicht da, ist unglaublich, oder? Und da kann ich dann auch nicht streamen. Ist mir gerade, ist noch so eingefallen, ich hätte aber vielleicht früher mal ein Video machen sollen. Ich informiere ja sonst immer mal jeden Mist. Hübscher, kann ich helfen? Nein! Die Bearbeitung des Metall ist nicht einfach. Wer sich dieses dumme PlayStation-Menü ausgedacht hat. Ich habe den Aufenthaltsort eines Vampirs ausfindig gemacht, der sich als normaler Bürger ausgibt. Spürt ihn auf und erledigt ihn. Seid vorsichtig. Die Gesetzeshüter sind sich der Gefahr nicht bewusst und werden euch wie einen Verbrecher behandeln, wenn sie euch erwischen. Das ist natürlich auch eine interessante Taktik. Guck mal, das könnte man noch missbrauchen und sagen, der und der ist ein Vampir. Guckt ihn nicht so genau an, er könnte euch bezaubern. Tötet ihn aus der Entfernung leise, so dass es keiner mitkriegt. Da kriegt man billig Attentäter, die noch im Brustton der Überzeugung sind, dass das alles richtig machen. Ach, schön. Es macht Vampiren Spaß, ihren Opfern nachzustellen. Sich unbemerkt unter uns bewegen zu können, ermutigt sie. Dadurch fühlen sie sich stark. Kann man sich vorstellen. Aber dem werden wir einen Riegel vorschieben. Leider können Vampire die Gedanken ihrer Beute vernebeln. Es ist nicht einfach, jemanden davon zu überzeugen, dass ein Vampir jemand anderes als die Person ist, als die er sich ausgibt. Das Gesetz verlangt Beweise, die wir nicht erbringen können. Und die Jarl lehnen jegliche Gewalt ab, die sie nicht selber angeordnet haben. Es ist besser, wenn wir unserem Ruf nicht schaden. Ihr solltet besser so diskret wie möglich sein. Wo kriege ich eine Leuchtreklame-Rüstung her, die wo Großdämmerwacht draufsteht? Verdammt. Ihr müsst klug vorgehen. Seht zu, dass man euch nicht erwischt oder des Mordes anklagt. Ihr werdet schon einen Weg finden. Wir müssen wachsam und eigenständig sein, um diese Monster zu bezwingen. Ja, kein Problem. Verstanden! Möge das Licht mit Finsternis. Also ich finde ja eigentlich eher, dass mich die Finsternis leidet als das Licht, weil wenn man sich meine Ausrüstung anguckt oder Minko an sich anschaut, ich meine, er kann leider keinen Helm aufsetzen, aber dann sieht man trotzdem irgendwie, der sieht nicht so richtig hell aus. Übrigens, das mit den Helm aufsetzen, ich habe den Helm ja, also ich habe ja trotzdem die Attribute von den Helmen, obwohl man ihn visuell nicht sieht. Das war schon mal schlimmer. In Morrowind kommt man zum Beispiel gar keinen, als Katzendingens kommt man, glaube ich, einen Helm kommt man aufsetzen, aber keine Vollhelme und man konnte keine Schuhe anziehen. Ich glaube doch, Khajiit konnten, glaube ich, Schuhe anziehen, aber die Argonia konnten das gar nicht. Weil die haben ja so eine komischen Klauen, irgendwas, Echsenfüße. Und da, die passen halt nicht normale Stiefel rein. So, auf zur Festung Voigna. Oh Gott. Ja, nur Krimpf. Mein Gott. Argonia können da Wasser atmen, bis es eine 50%ige Krankheitsresistenz. Mit heilender Haut beschleunigen sie kurz der Tiere Heilung. Ich glaube, mein zweiter Charakter im Morrowind, den ich gespielt habe, war ein Argonia. Der erste war ein Dunkelelf mit zwei Handschwänzen. So, explodierender Zwergenwurzeln des Blitzes. Maha! Nee, des Feuers. So, hallo. Ich speichere mal ab und jetzt hallo. Ich bin soweit, wenn ihr seid. Lass uns zum Eingang gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Ich und meine gute Armbrust werden jetzt hier gleich. Könnte ich nicht einfach alle Vampire auslöschen? Das wäre, glaube ich, viel einfacher, als wenn ich mich hier. Hä? Muss ich jetzt hier hoch oder ist es so weiter unten? Ich meine, da oben steht doch die lustige Wache, die mich nicht reinlässt. Beziehungsweise da steht gar keiner und das Tor geht einfach nicht auf. Wenn bevor ich hier nicht mit einer mittleren Armee anrücke. Kann ich irgendwie die Rüstung springen? Wenn ich. Aber was mir gerade so auffällt, das sieht ja so aus, als wären hier Schienen drin verbaut. Oh oh. Hui. Ich denke mal, ich muss hier wirklich draußen rumlaufen. Aua! Haben wir hier? Nee, keine Kiste. Schade. Stachelgras. Grassamen hinzugefügt. Aha. Was heißt denn hier eigentlich um die Ecke? Geht das so ein bisschen präziser?
Um der Ecke, ja genau. Warum hat mir keiner gesagt, dass ich die komplette Burg einmal umrunden muss? Ist aber echt ganz schön groß, die Burg. Aber vor allem die Ex-Besitzer, das musst du auch schon wieder ein paar tausend Jahre her sein. Ich denke, das ergibt ja auch keinen Sinn. Achso, das weiß der geneigte Zuschauer noch gar nicht, aber der Meistervampir hier, der war irgendwann mal vor 4000 Jahren, war der ein großer Herrscher. Das Einzige, was ihm halt gestört hat, war seine eigene Sterblichkeit. Und hat er halt mit höhere Skelette. Ich kann auf so ein lumpiges Skelett jetzt leider nicht mit den guten Bolzen rausschießen. Ne, mit denen auch nicht. Wenn, dann mit denen hier. Total unauffällig. Ich brauche immer noch eine Repetierarmbrust, habe ich das schon mal erwähnt? Boah, wie das keinen Schaden macht. Okay, gut, wir brauchen doch vielleicht mal einen besseren Bolzen. Bam! Ich will mit diesen guten Bolzen nochmal sehr genau zielen, weil ich möchte mit denen auf keinen Fall daneben schießen. Die waren teuer. Oh nein! Was soll denn das immer? Viecher wiederbeleben. Oh, wer ist das denn da hinten? Ist das Serana? Was macht die denn da hinten? Wie ist die da hingekommen? So, es reicht. Genug gute Bolzen verschossen. Oh, warte mal. Hat Serana gerade das Skelett hier wiederbelebt? Dann war es ja gerade nicht so klug von mir, dass ich es niedergeschossen habe. Ach verdammt, meine Bolzen sind auch nicht mehr drin, ne? Oh, schade. Trotzdem, wie ist die da hingekommen? Also Skelette fühlen sich von so Bolzen überhaupt nicht beeindruckt. Das ist keine Burg, das ist ein Transformer. Du kennst das von Serana doch schon. Sie sagt, das ist in der Nähe von Einsamkeit. Ja, stimmt auch wieder. Boah, wie viel widerstandsfähig diese Skelette sind. Aber nicht die normalen Skelette, die ich aus dem normalen Spiel kenne. Die haben deutlich weniger ausgehalten. Oder die haben den Bug gefixt, dass die Skelette nicht mitgelevelt sind. Hä? Warum lebt das Skelett hier noch, aber wo ist Serana hin? Egal. Nein! Da! Ah! Ist nicht dein Ernst, Skelett. Hinterher. Boah. Oh! Alter, ist das hier tief. Oh nein, dieses Skelett wollte mich wirklich maximal trollen. Das war nämlich gerade das Skelett, auf das ich 5 explosierende Scheile abgeschossen habe. Das hätte ich wirklich liebend gerne... Na egal. Da wären mindestens noch 1 oder 2 gute Pfeile drin gewesen. Ach, naja gut, das sind sie weg. Nochmal so knauserig mit der Verbindung von guten Pfeilen. Weil so viel mehr bringt die auch nicht. Oh, hier sind immer noch 2 Stück drin. Ich wette, im anderen Skelett wäre noch viel mehr drin gewesen. Und es fällt einfach runter, dieses Mistskelett. Vor allem habe ich es kommen gesehen, schon in dem Moment, wo ich es erschossen habe. Ah. Was macht die hier eigentlich noch? Wer schießt hier überhaupt eigentlich noch? Hm. Warte mal, ich kann das hier nicht so. So. Jetzt ist hoffentlich Ruhe. Hören heilen? Ja, ja 3 war das, ne? Also, bis ich den Heilzauber gefunden habe, bin ich, glaube ich, wieder voll geheilt. Von alleine. Irgendwelche Hinweise? Dexion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Vielleicht sollten wir es in der Akademie von Winterfeste versuchen. Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen können. Jo, was ist das hier für ein Ort? Ein alter Steg, über den die Schiffe Vorräte in die Burg brachten. Nachdem wir dort eingezogen waren, wurde er nie wieder benutzt. Genau wie der Rest der Krypta. Wir müssen dort drin aufpassen, wo wir hintreten. Bevor Vater von der Prophezeiung besessen war, verbrachten Mutter und ich ziemlich viel Zeit zusammen. Sie war sehr stolz auf ihren Alchemistengarten im Innenhof der Burg und brachte mir einiges über den Anbau hochwertiger Zutaten bei. Wir waren wie beste Freunde. Ich erzählte ihr immer alles, ohne zu zögern. Oh, toll. Es kam alles sehr plötzlich. An einem Tag sind wir noch eine normale Familie,
Am nächsten erkenne ich uns nicht wieder. Wenn ich Mutter im Garten besuchen wollte, schickte sie mich fort, weil sie zu viel zu tun hatte, sagte sie zumindest. Mhm. Aha. Sie muss in diesem Garten irgendetwas ausgeheckt haben. Ich hoffe, sie hat uns einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort hinterlassen. Wahrscheinlich ein Sarkophag. Familie? Gott, kann ich wieder erzählen. Dazu gibt es nicht besonders viel zu sagen. Ihr habt bereits die Besessenheit meines Vaters erlebt. Meine Mutter ist da nicht viel besser, aber das werdet ihr schon bald selbst sehen. Standet ihr euch nah? Mein Vater? Nein, nicht besonders. Ich habe viel Zeit mit meiner Mutter verbracht, doch sie sah in mir eher einen Schützling als eine Tochter. Wie sieht es mit euch aus? Ich habe Eltern? Persönliche Fragen. Also jetzt mal wirklich, sie waren gute Leute, ich vermisse sie, Taster. Ich glaube, ich bin alleine aufgewachsen. Wir sind fast da. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Ihr seid ein guter Sohn. Ich werde es versuchen. Ja. Ja. Lasst jetzt kommt sie hier mit so persönlichen Fragen, aber ich möchte jetzt das andere Ding fragen. Und zwar, woanders Ding jetzt? Seid ihr schon immer ein Vampir gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und ihr waren gut. Nee, okay, gut. Was habe ich denn gerade für Pfeile eingeladen? Ja, natürlich explodierende Stahlbolzen. Keine normalen.